Oder Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Meine absolut überschwängliche Stimme sagt schon, mir geht's wieder fantastisch, ich kann wieder Scheiße labern. Hallo, und die anderen Nebendarsteller sind ja auch dabei. Ich bin auch da. Hallo. Dieses, ich bin übrigens der Fröbel, der hier vor dir rumläuft. Dieses Let's Play ist so toll. Finale der letzten Aufnahme. Ich liebe dieses Let's Play. Ich rette dich. Das macht Spaß. Und es geht schon wieder total durcheinander. Ich spiele so gerne dieses Spiel. Ja, ich krabbel. Für alle, die sich fragen, warum ich hier durch die Gegend krabble. Schiebt jetzt nicht auf mich, ja? Nein, ich schiebe es jetzt mal. Wir müssen euch beiden erstmal finden. Ich muss hier krabbeln, weil ich mir die... Seid ihr eben lang gerannt? Weil ich mir die... Wo ist das Krankenhaus? Vorne am, am Meer, am Hafen. Weil ich mir die Beine gebrochen habe. Wir haben uns natürlich wieder zusammengerottet. Hier muss man ja auch erklären, wir haben uns wieder zusammengerottet, nachdem wir das letzte Mal so kläglich verreckt sind. Ja, aber Yannick redet mir dazwischen. Wir haben mitgenommen, was wir finden konnten. Und ja, deswegen sehen wir halt jetzt so aus, wie wir gerade nun mal aussehen. Richtig, genau. Wir sind ja alle abgenippelt, das wissen wir ja. Ist ein ja. Auf der Straße, dann bin ich das. Als ich dann versucht habe, wieder hier nach... Das ist die Riley, gut zu wissen. Und der Fröbel, der mit mir mitläuft, ist übrigens Yannick, der ganz ungrün. Im Militär-Outfit. Okay. Mit der Mundmaske. Ja. Auch noch, hier, Yannick, brauchst du zufällig noch eine Feuerwehraxt? Ich hab doch eine in der Hand. Ich hänge in der Treppe fest. Dann Herixes. Ich hab eine im Inventar und eine. Wir brauchen Stöcke. Ich hätte gerne eine. Okay. Ich hab eine Schaufel. Du bist einfach so dekadent und nimmst zwei Äxte mit. Ich hab noch eine mitgenommen für Yannick. Eine kannst du mir geben. Dann laufe ich mal flott zurück. Ja, und hat Robin eigentlich immer noch ein gebrochenes Bein? Ja. Also was ich ja eben erzählen wollte, war auf dem Weg nach Tscherno, stand in so einem Haus drin, hab eine Axt genommen oder irgendwie so, also eine Schaufel, keine Ahnung, und auf einmal hat mein Charakter angefangen zu schreien und ich lag auf dem Boden. Und dann stand da, dein Bein ist gebrochen. Ich hab stundenlang geschrien, er findet, ah. Ja. Und seitdem kann ich nur krabbeln. Und dann habe ich gesagt... Das ist, wenn man zu viel vorm Rechner sitzt, hör mal davon. Und dann bei der kleinsten Bewegung an zu krampfen. Ja, ja. Und dann kam die Riley an, hat gesagt, ah, oh, kein Problem, ich habe Stöcke gefunden, daraus bastel ich dir eine Schiene und dann heile ich dich, dann können wir direkt durchstarten und so. Und das haben wir eben gemacht. Und was hat die Idiotin gemacht? Anstatt, dass sie mir die Schiene anpappt, hat die sich die an ihr eigenes Bein gepappt, an ihr gesundes Bein. Und ich hänge hier immer noch durch doof in der Gegend rum. Hier bin ich. Hallo. Ja, fick dich. Damit diese Aufnahme gut losgeht, würde ich sagen, wir machen eine Arbeitsteilung. Ihr beide sucht nach Stöcken für Robin und ich bring Robin Snickers mit. Ja, komm, also das ist... Also wirklich, weißt du, da denkst du, geil... Ich noch mal kurz an mich. Ja, ich werf meine Schaufel weg in der Zeit schon mal. Dann denkst du, geil, jetzt geht's richtig los, jetzt könnt ihr wieder richtig durchstarten. Ich hab dir einen Rucksack gegeben und geb dir auch noch eine Axt, ja? Nee, ich hab schon eine Axt, Vianden hat mir eine gegeben. Außer du hast sogar angesprüht. Nice. Toll. Ach ja, dein Dings brauche ich mal, dein Sprühzeug. Ja, habe ich hier dabei. Oh, ey. Ja, also bei mir wird das Let's Play ist jetzt... Ist das eine rosa Unterhose? Relativ. Nee, ist eine Clownsmaske. Alles klar. Okay. Eine rosa Unterhose. Du kannst die Clownsmaske... Das sah andersrum so aus. Du kannst sie bestimmt auch gerne woanders hinhängen, die Clownsmaske. Ich kann die aber nicht... Ach, man das kann die Clownsmaske wirkt für, nicht mehr unter das den wirkt für Belustigung im Bett. Apropos Belustigung, Robin kraxelt hier gerade über den Vorplatz. Ja. Ja, ich muss ja irgendwas zeigen in diesem Let's Play. Robin, soll ich dir ein Buch zum Lesen mitbringen, für den Fall, dass du was... Ich lauf einfach mal vor dir lang. Alter, ich erschieß dich. Als du da rumliegst. Ich hab kein Problem damit, dich zu erschießen. Das macht den total aggro, ne? Das hat er mir eben auch schon gesagt. Robin, sicher? Robin, ich bring dir ein Buch auf Spanisch mit. Also ich hab die SKS, ich glaub, du bist vorher tot. Also je nachdem, wer zuerst schießt, natürlich. Wenn du schießt, bin ich natürlich tot. The one who shot first. Ja, wir machen so einen Showdown. Hier noch schön. Und ich zieh immer schön nach unten, ne? Damit du auch du im. Boah, nochmal Bücher. Ja, ja, komm. Ich mähe hier ein bisschen den Rasen in der Zeit. Ja, ja. Robin mäht ein bisschen Rasen und ich mach mich mal auf die Suche nach der Riley und dem Yannick. Ich bin hier in einem Haus. Du sollst dir nicht nach denen Suche machen, du kannst nach Stöcken suchen. Ich bin hier in einem Haus und hab grad ein Buch gefunden, das nennt sich Black Beauty. Das hat irgendwie was von. Black Beauty ist ein Pferd. Das ist ein Pferd. Das ist ein Pferd, Black Beauty. Ach, wirklich? Ja. Ja, Yannick wusste das bestimmt nicht. Ich auch nicht. Ich dachte an was anderes. Ohne Spaß, Junge, wirklich? Also, das weiß sogar ich und ich bin. Oh. Eine Machete. Ja. Du gehst zum Day. Hier, Dings One. So. Was? Zu wem? Bücher. Ich nehme jetzt einfach mal alle Bücher. Nee, ich gehe nicht zum Konzert. Ich keine Bücher. Das will ja keiner mit mir. Niemand hat, der mitgeht. Das ist The War of the Worlds. Ja, weil meine Freunde das nicht so toll finden. Du recht. Du hast doch keine Freunde. Ja. Ich krabbel hier weiter.
Zweimal Matchboxen, Matchbox-Dinger, ich schätze mal, das reicht erstmal, oder? Das ist das spannendste Let's Play der Welt. Ach, cool. Das ist jetzt der Baby-Simulator hier übrigens. Robin, du kannst, 4000. Du kannst Bücher vorlesen, ich bringe dir 4 Bücher mit. Au, au. Leute, ich hab 50 Schuss hier. Ja, das ist geil. Für was? Für was? Das sind für 22er Rounds. Für was? Achso, okay. Für was ist denn das? Keine Ahnung. Ich hab jede Menge. Du kannst sie mir mal geben, vielleicht funktioniert ich das ja bei mir. Wer krabbelt denn hier? Ich. Guck mal, Robin. Hey, Robin, hey, sehen wir uns auch mal. Ja, halt die Klappe. Wird noch zum Running Gag. Ja, Running Gag, haha, Running Gag, haha. Ja, ich hasse dich auch. Noch ein Ach ja, Running Gag übrigens, Dustin ist heute leider mal wieder nicht dabei, weil er noch nicht geupdatet hat. Und Robin ist heute kein Running Gag. Nee, ich bin eher so ein Crawling Gag. The Cave of Gold. Geil. Geil wäre, wenn man die Bücher wirklich lesen könnte. Geil wäre es, wenn oder man wenigstens so den Prolog oder irgendwie sowas. Was? Meine Maus spinnt gerade ein bisschen, aber das ist eh scheißegal. Wo ist denn jetzt die Muni hin, die ich hier gerade hatte? Du kannst, Jan, du kannst mir die Muni mal geben, vielleicht funktioniert die auf meiner SKS. Oh, es regnet schon wieder, toll. Also auf der SKS, ich kann dir sagen, was auf der SKS funktioniert. Das sind die 7.26 x 39 mm. Ah, scheiße. Okay. Gut, dann habe ich jetzt 22er Rounds für umsonst für irgendwann mal. Mhm. Und wir suchen natürlich weiterhin fleißig. Wow. Boah. Ja, ich suche nach Stöcken. Ah ja. Ich komme mir gerade vor wie Anmerkung. So eine Schildkröte, die über die Straße krabbelt. Und meine kleine Maus spinnt ich rum. Ich bin ein wenig heiser und... Deswegen die männliche alles. Stimme. Männlich. Hat sie von Yannick oh Gott. Abbekommen. Gruselig. Hat sie angehustet. Ja. Ey, heute funktioniert gar nichts bei mir, ne? Meine... Ich hab eben doch... Bei der Riley funktioniert das Facebook auf jeden Fall ganz gut. Das ist nicht meins. Nee, das ist mein Handy gewesen. Ach so, diesmal deins. Ja. Aber meine Maus ist, glaube ich, fast leer. Also ich hab die ganze Zeit so Mausaussetzer. Kannst du anstecken? Nee, kann ohne ich nicht. Spaß, in irgendeinem Laden hatte ich eben Stöcke. Ich brauche auch neue... Crime and Punishment. Ach so, ich muss ja mehr labern. Das ist vielleicht ganz gut für Robin. Kommt meine Lüftung wieder so extrem rein. Das wollen wir ja nicht. Habe ich Batterien hier? Ja, nee, ich glaube nicht. Lüftung ist echt Lüftung auf Doom. Ja, die Lüftung ist echt ja. Ultima einfach. Alter. Was? Was? Nicht was? Witzig. Gar nicht witzig. Batman Brown Hoodie? Oder sieht viel besser aus unter diesem Was zur Hölle heißt Damp? Also I feel damp. Dump. Leicht feucht. Du bist feucht. Was? Es könnte daran liegen, Robin, dass ich hier die ganze Zeit durch den Matsch krabble. Das ist Und nach feucht bist du dann direkt soaked. Das heißt, das sippt direkt durch deine Klamotten durch. So eine Megaproduktion hast du. Ja. Natürlich, ich gehe. Ja, übertreiben kann man es auch mit schlechten Witzen. Ich gehe ins nächste Haus rein. Ja, ich also hier hinten in den Berg kann ich es auch nicht wirklich. Ahahaha. Wir hier Holz finden sollen. Na, du bist so scheiße. Aber den hast du mir echt bereitgelegt. Trink mal einen Rast. Liegen tue ich ja auch die ganze Zeit. Irgendwer hat gesagt, man kann jetzt auch den mit Regen das Wasser auffüllen. Ist das ja. denn dann, ist ja. das denn man, dann so Trinkwasser oder ist das beschissenes Wasser? Ja, Wasser. Außer es ist saurer Regen. Wenn man unter freiem Himmel steht und es regnet und man hat eine Flasche. Muss halt nur ein paar Mal klicken, bis kann man, ist. Wer ist der? Ach du gut, das ist Yannick. Dann kann man die Flasche in die Hand nehmen und dann fill Rainwater. Das ist aber immer nur 1%. Das heißt, das musst du über eine bestimmte Zeit lang machen. Ja, ich kann ja mal so ein bisschen, solange wir hier noch nichts zu tun haben. Oder solange der Zombie einfach mal auf mich zukommt, kann ich das auch machen. Ich hab hier so ein Chest. War eine Action-Cam. Zu sehen, wie Yannick gerade einen Zombie erschlägt, nur auf meinem Kanal. Jo. Kennst du den Zombie-Vollstrecker? Hier liegen ganz viele Bücher. Ja, hier ich wollte mir so eine Kutte überziehen und so eine Bücherverbrennung machen, weißt du? Oh. Wieso krieg ich den hier auch? Ich höre schon wieder so einen scheiß Zombie. Wieso kann immer? Ah, jetzt geht's. Okay. Ich ess mal ein unglaublich viele Zombies hier auf dem Server, das muss man. Ja, ich hatte den Eindruck, das sind viele geworden, ne? Das ist aber, glaube ich, nicht nur auf dem Server, sondern sind insgesamt viele geworden. Ja, du bist wet. So, ich lieg hier so im Hauseingang auf dem Bauch und schnabuliere ein paar Satire. Ich gehe jetzt mal hier in dieses schöne Gebäude, einfach weil das so schön aussieht und eine Schaufel und hier rumliegen hat. Stöcke rumliegen. Und ich mag Schaufeln. Automorphin-Injektor-Dings, da tut's ja auch, ne? Ja. Muss ich das finden. Was no übrigens. Longer getting wet. Was übrigens auch lustig ist, also was vielleicht einige jetzt noch nicht gehört haben, die Riley hat sogar 2 Paar Stöcke gehabt, aber. Das andere hat sie verloren. Mhm, ja. Ich hab die nicht verloren. Verloren. Sind aus Versehen ins Meer geflogen. Und mein Inventar zu klein war. Ja. Oh, eine Sichel. Wenn du, weißt du, wenn du nochmal bewusstlos in der Ecke rumliegst, dann bin ich aber nicht der, der das Celine-Back da auf dich anwendet und dich rettet eine halbe Stunde lang. Ja.
chill mal. Ich hätte mir das Celine-Back auch selber injizieren können. Hättest Nikas, du nicht. Bist du Klasse 4. Wenn du ohnmächtig bist. Ach so, verstehe. Oh Mann. Aber es hat ja eh nichts gebracht, das war ja echt kacke. Ich kann die blöde Säge nicht rauswerfen, was soll das denn? Hey, da steht dann da, fixing my broken leg und ich nur so, was? What? Hey. My leg is broken? I didn't know. Das ist null. Was heißt jetzt dieser Begriff soaked eigentlich genau? Soaked heißt komplett durchtränkt. Durchnässt. Du solltest dich mal ein bisschen aufwärmen. Und wo wärmt man sich auf? Also ich meine, also, du ich habe Feuerholz und der war nice. Du kannst reingehen ins Haus. Ja, okay, das da bin ich gerade. Das ist ein schicker Hut. Bin ich mal auf der Hut? Ach, ich kann nicht mehr aufstehen, glaube ich. Ich kann nur noch... ich treffe nicht mal. ...gedingst hier rumhängen. Natürlich toll, dass wir jetzt erstmal die eine ganze Folge damit Ja, ihr lauft wenigstens rum. Ich liege im Hauseingang. Ja, mach doch auch mal was, hör mal. Lieg doch da nicht immer so voll rum. Lass mich mal überlegen, wo habe ich denn diese Weißt du, lässt andere für dich rumlaufen? Ja. Oh, da fliegen gerade wieder 1000 Leute vom Server. In der Hoffnung, dass da kein Name von uns dabei steht. Nee, noch bin ich da. Nö, also bei mir lief es die ganze Zeit schon gut. Und, wir tun ja hier auch niemandem was eigentlich. You are getting wet. Dass du da immer noch drüber lachst. Hm? Hallo. Das heißt, ach so, du brauchst so lange, um ins Haus zu kriechen und raus. Ja. Dass du das schon wieder verarbeitet hast, den Witz. Oh Mann. So, Zange kann ich mal mitnehmen. Ich habe so Werkzeuge dabei irgendwie. Ich bin wandelnder Werkzeugkasten. Ja, und Bücherei. Es wurden jetzt ja auch Hose. Ja, die Bücher habe ich weggeworfen. Mit reingebracht. Hose, ja, habe ich sogar im Krankenhaus so eine Gartenhacke halt. Ach, im Krankenhaus, da war das wohl ein bisschen zu hart. Was wurde reingebracht? Ah. Ich habe wieder dumm gelabert, ich habe es nicht Hose. Mitbekommen. Hose. Und damit meinen wir Gartenhacke. Oh. Und okay. Wir haben auch eine ganze Reihe neuer Waffen jetzt im, gibt und es jetzt, gibt ne? Ja, die SKS ist ja neu, oder? Gab's nee, die SKS war im was ist denn Dings mit der vorher. Nee, die SKS ist genau gleich geblieben. Nee, SKS stand irgendwas in der im Update. Ach so, dann haben die neue Aufsätze bekommen, haben auch ein paar. Aber es gibt jetzt noch ein neues Gewehr, das Sporter 22, dann gibt's auch noch drei neue Pistolen. Ich glaube CR-75, Amphibia 2 oder Amphibia 5 apropos oder so. Neues Gewehr, hier liegt eins rum in diesem großen mehrstöckigen Haus. Noch eine SKS, wer noch eine braucht. Wo denn? Unten? Hier ist so ein ganz großes Haus, relativ weit hinten. Da warst du, glaube ich, auch eben davor einfach. Beschreib's mal. Hier war ich eben mal groß, drin. Breit und hinten durch, gegenüber von einem Kran, glaube ich. Ich habe nicht genau hingeguckt. Komm, hier ist schon drin, aber wie gesagt, ich suche ja eigentlich die gut. Stöcke. Ach so, das geht so da durch. Hey Robin, du suchst doch Stöcke, ich bin im zweiten Stock. Ach, Alter, ganz im Ernst. Halt die Fresse. Boah, ich bin gerade ziemlich mutig von einer Treppe runtergeflogen und hatte gerade echt Angst, dass ich mir auch das Bein breche. Ja, das geht echt schnell. Erklär mal, wo denn? Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Alter, ich habe da jetzt nicht hingeguckt. Oh, jetzt habe ich meine Schuhe ausgezogen. Was kriegst du nicht mehr ausgezogen? Meine Cappy. Ich bin hier einfach. Und ich habe gerade ausweisend, glaube ich, meine Schuhe ausgezogen. Also gleich, wenn der Server reagiert, sollten sie aus sein. Da muss ich sie wieder anziehen. Ich bleibe einfach hier liegen. Bist du denn jetzt in der Nähe vom Dorfplatz oder schon? Ich bin hier, pass auf, ich habe hier oben ein Fenster. Keine Ahnung. Du siehst hier so eine Werft mit einem Kran, ne? So ein Hafenbecken. Oh, ich bin und vom da Server steht so ein geflogen. Ein großes, breites Haus dran mit mehreren Stöcken, ich glaube drei in der Anzahl, und ich bin rausgeflogen. Immer wenn du Stöcke sagst, zuckt Robin ein wenig zusammen. Ja. Wir müssen nachjoinen. Der Server ist leider relativ instabil. Es ist auch nicht mehr der letzte wie der gleiche wie letztes Mal, weil wir den vom letzten Mal nicht mehr bekommen haben. Nee, ganz komisch. Der war einfach weg. Der war weg, nicht mehr ja. Da. Ja, mit dem neuen Update ist auch einiges echt schief gegangen hier. Aua, danke Zombie. Es war ja auch gerade als das Update neu da war, war auch eine ganze Zeit lang Steam komplett offline und die haben es nicht hin. Ja, das stimmt. Oh, ich dachte. Wenn ich jetzt warte auf Host, dann sehen wir heute einen lustigen Schwarzbildschirm. Aber Janik, den habe ich auch. Ich super, ne? Ach, bist du auch runtergeflogen? Oh, was, das war im Supermarkt. Es kommt was rein. Nein, ich nur 6 Mal. Ist ja noch halbwegs. Ist ja noch halbwegs. Wie du verbindest dein Bein? Wir brauchen tatsächlich. Aber nicht mit Stöcken, oder? Nein. Okay. Wo war der Supermarkt? Jungs, ich weiß wieder, wo es ist. Supermarkt gibt's Pfannenwender und noch viel mehr. Krosse Krabbe, Pizza ist die Pizza für dich und mich. Das war in einem super Kanon intoniert. Chapeau. Das war weder in einem super noch in einem Kanon noch intoniert. Doch, in Tönen war es. Es war auch man so als Töne bezeichnen kann. Man, als Laute eher. Ja, alle Zuschauer werden sich jetzt einbetonieren.
und ins Meer schmeißen. Wo ist der fucking Supermarkt? Spawning in jetzt. Ah, ich bin wieder da. Hm. Wunderbar. Ja, liebe Leute, es tut mir leid, schön, dass das heute so eine Heslo-Folge ist. Ach, guck mal, ich habe auch meine Schuhe verloren. Aber sie liegen noch immer hier. Noch hier an das Gebäude von awesome. Ich laufe hier gerade auf dem Dach vom Gebäude rum. Vielleicht kannst du das ja sehen. So. Aber Schuhe hier ist doch so eine große Kranwerft hier. Das ist doch Hut eindeutig. Auf dem Kopf. Maske drüber. Ne, das sieht scheiße aus, oder? Ach, ist das ganz weit Richtung Meer, ja, oder weg wie? Damit. Ja, ja, klar, ganz weit Richtung Meer. So, jetzt funktioniert es hoffentlich besser. Ach so, da draußen, den Steg entlang. Ja, 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 genau. Ja, dann sag das doch. Du hab meinst ich ein doch. Bisschen, oh, du hast gesagt, ein bisschen weiter hinten. Mit ein bisschen weiter hinten, denke ich, statt einwärts. Das war ein bisschen, ich weiß ja nicht, wo du bist und was für dich ein bisschen weiter hinten ist. Für mich ist ein bisschen weiter hinten hinten. Für mich ist ein bisschen weiter hinten am Arsch. Solange es von hinten ist, ist alles gut. Das hat er gesagt. Ich möchte wissen, wo du Kräne am Arsch hast, bitte, wenn das für dich am Arsch heißt. Keine Kräne, aber ich kann dir mal so riecht, ich kann dir mal einen Kran an deinem Arsch zeigen. Was? Nein. Oh Mann, der war ganz falsch. Ja. So, kann ich jetzt vielleicht meine Sichel mal mitnehmen hier? Toll, jetzt bin ich hier zwei Stockwerke hochgekrabbelt und jetzt geht nicht mal die Türe hier auf. Heslo. So, wofür auch immer meine Sichel brauchen kann, lass mich die. Ach so. Boah, ich ist die groß. Nee, dann lass ich die hier. Vielleicht kann irgendeiner von euch eine Sichel brauchen. Hat einer von euch eigentlich schon mal Beeren gepflückt? Nein. Ja, Grizzlybären und Eisbären und so. Das war so klar, dass der jetzt kommt. Was ist das denn, Alter? Das sieht aus wie ein Neugeborenes. Bitte was? Da, ist das die verrottete Tomate? Wie eklig! Das sieht aus wie ein Embryo. Neugeborenes Leben war ekelhaft. Lass uns töten. Was ist es? Und wo? Ach, es ist eine. Ach so, es ist so ein Japaner-Mundschutz gewesen. Okay. Ich sehe jetzt auch, wie die Riley anhatte. Also ja, ihr könnt euch gerne. Die Japaner alles mögliche für alles Mögliche züchten, aber Babys, um sie sich vor den Mund zu hängen, ganz ehrlich. Ihr könnt euch gerne jetzt bei mir das Video angucken und da sehen, wie das aussah, an alle, die zuschauen auf den anderen Kanälen. Janik, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ich bin da auch schon längst nicht mehr. Leute, sucht nicht euch, sucht Stöcke! Wir suchen Stöcke, aber wir können doch jetzt nicht eine ganze Aufnahme. Ach, die SKS. Ich gebe mich alleine dieser Suche hin. Das Problem ist, ich finde diesen fucking Weißt du, wenn du zu blöd bist zum Laufen. Ja, toll. Ich würde sagen, wir machen die Suche nach den Stöcken jetzt einfach als eine Folge, oder? Ja. Aufnahmepensum, holla die Waldfee. Die Suche nach den Stöcken. Das ist ja toll. Das ist eine Riesenfolge, ey. Ja. Nee, ich habe ja eine Ahnung, wo die sind, aber dafür muss ich erstmal den Supermarkt finden. Boah, Alter. Ist da nicht auf der DayZ-Karte markiert? Stöcke, ja, oder wie? Aber ich mag jetzt nicht raustappen. Oh, nee, mach nicht, nee, ist okay, kein Problem. Ja, ich mach nicht. Der steht bei mir Damn, was heißt Damn? Noch ja, aber ich weiß ja nicht, wo die ist. Ich lauf halt hier rum und suche. Ja, ich auch. Das Problem ist einfach, dass wir jetzt gerade alle unsere Essensvorräte und sowas alles aufbrauchen, auf der Suche nach irgendeinem anderen Kram. Ich brauche überhaupt nichts auf, ich bin hydrated und soaked. Ich hab nicht mal Hunger. Nee, ich meine jetzt nach und nach. Ja, aber wegen mir könnt ihr auch gerne weiterziehen, ist mir egal, aber dann ich halt raus, ne? Gelassen. Ach, jetzt dauert das wieder, bis ich hier Sachen aufnehme. Das zählt, ist die Mission. Ich meine, das ist echt scheiße, ich finde das auch kacke. Und ich krieg vor allem, weil wir ja und noch einen Scheiß. Ich komm nicht mal in die Treppe. Vor allem, weil wir ja Stöcke hatten. Aber chill, gewisse Pässe. Ich kann dir auch gerne mein Feuerholz ans Bein knoten. Ich kann also dir auch, ich kann dir auch gerne einen kann einfach keinen Fahrradhelm ans Bein knoten, wenn's hilft. Oder eine Orange. Das auch funktionieren, oder? Ach, ja, echt mal. Da unbedingt Stöcke für. Ach, da unten krabbelst du. Hey Robin, ich wink dir aus dem Fenster. Hey, ja, schön. Hey. Ich wusste echt, wo ihr seid. Ich hab seit 10 Minuten keinen Menschen mehr Rotten gesehen. Kiwi. Wo bist du? Ja, an dem Fenster hier? Ich kann ich anscheinend wieder Sachen machen. Was machen? Ach, da ist das International Hotel wieder. Geil, hier das sieht schon cool aus. War der irgendwo in der Nähe? So, kann ich hier. Ja. Na, endlich, ich habe Muni für einen Revolver gefunden. Für die Magnum. Alien-Maschine, checked out. Und die der Ladesound von der Magnum ist ein bisschen verbuggt, das rauscht gerne sehr. Habe ich rausgefunden. Oh, meine Maus spackt wieder. Alter! Ach, guck mal. What the fuck ist das denn? What is fuck, was? Was war das denn, ey? Für ein Geräusch. Das klang gerade, als hätte jemand mit einer Spraydose hier rumgesprüht. Ja, das hatte ich auch gerade. Ich habe das einfach gedacht, dass. Ich hab grad gedacht, das wäre ein Fehler beim Laden der Pistole gewesen, aber... Ich hab's auch gehört. Es klang wie, als wenn da jemand so einen Luftzug an dir vorbeizischt. Nicht, dass das eine Pistole war. Oder Schallgeist. Ein Geist. Nee.
Ein Geister. Tja, alle Zuschauer bei mir auf dem Kanal, ich würde euch anraten, die anderen Kanäle aufzusuchen und da zu gucken. Ja, kennt vor allem bei mir natürlich. Ich nehme jetzt auch auf. Kennt ihr eigentlich den neuen AAA-Titel Call of Duty Toast? Oh. Weißt du, dass du auch wirklich alles ins Lächerliche ziehen musst? Ich fand das gar nicht witzig. Das ist doch meine Masche. Hallo Robin. Hi. Oh, schöner Anglerhut. Ja, ne? Finde ich auch. Mhm. Sieht aus, als wärst du gerade so am Spuren lesen oder so, als wirst du gerade durchjagen. Ja, ja, ich habe hier ein die Pferd von der ist nicht verletzt, der ist Wildjäger und Förster. Ich hab und der hier kümmert sich natürlich genau. Hier in Daisy um den Wildbestand, genau. Denn das muss ja auch einer machen. Richtig, ich habe nämlich herausgefunden, dass hier ein Bär sich verirrt hat, der muss wieder ins Reservoir rein. Ja, geh vor, sammel du alles ein. Hat einer Kleidung für mich, ich wollte nur gucken, ob hier... Ja, hier im Regal liegt Tuna oder sowas. Brauchst du Sardinen, Robin? Ja, das wäre geil. Ich blute. Ja. Robin, hier liegen Sardinen. Willst du welche haben? Ja, kannst du die mir mitnehmen, weil ich komme nicht durch die Tür. Ich komme zum hohen Hotel. Ich kann nicht durchkrabbeln. Welche Polizeiwache? Ich komme zum Hotel. Da wo wir eben an der Lobby waren. Ja, komm zum Hotel. Heute Abend gibt's ein Festmahl. Und willst du so eine coole Checkerkappe? Nee, danke. Na gut, dann nicht. Chill, das dauert ewig, bis du verblutest oder so. So, pass mal auf, ich werf dir hier hin. Hey, hör auf dich zu rollen, ich werf dir deinen Thunfisch hin. Ja, danke schön. Ah, super. Sehr cool. Ich glaube, im Moment geht's uns allen um unser Leben. Ryan, nee, im Moment geht es uns allen darum, Stöcke für Robin zu finden. My body feels wet. Nein! Janik, helf mir! Da ist ein Zombie, der mich angreift. Ich komme. Nein. Ich blute. Wenn du jetzt vom Zombie gefressen wirst, ne? Boah, Alter. Das wäre gar nicht blöde Zombie. Mein Bild wird so grauer. Ah, jetzt brauche ich. Komme. Zombies haben ich komme! Von wo kommst du denn? Weißt du, fast vom Zombie platt gemacht, aber immer noch genügend. Danke dir, ne? Schlechte Witze. Danke dir. Für kein Problem. Fürs Retten. Was habe ich denn hier? SM-Spielchen? Hier oh ja, ein Seil habe ich dabei. Hi. Hallo, Use Rex? Öffnen Zombie da? Hallo? Ja. Seile, sind Seile neu? Egal. Ich habe gerade ein Seil gefunden, das hier rumliegt. Ich bin jetzt wichtiger als ein scheiß Zombie. Verbinde mich. Ja, ich kann gerade irgendwie... Kann mich jemand verbinden? Bei mir klappt das gerade irgendwie nicht. Ja, ich komme. Was? Ich habe sogar noch Wax, glaube ich. Warte. Ich habe meine... So. Mit meiner Bandage funktioniert es irgendwie gerade nicht. Warte. Ja, ich muss... die dafür in Jus, die Hand. Kann ich die... ich hoffe, jetzt kriege ich hätte mir meine Axt auch auf die 2 legen können, aber... Wie kann ich die denn... Wie kann ich dich denn damit machen? Geht dir das Blut aus dem Bauch? Du musst die in die Hand nehmen. Ja, witzig. Okay, in die Hand. Und dann mit dem Mausrad vor mir. Dann... Ich sagte in die Hand. Und dann kannst du auswählen. Ich sagte in die Hand. Das funktioniert nicht mit in die Hand. Besser, danke. Du musst das auf das Feld ziehen für Hände. Ja, hab ich ja, aber das ist Nee. Ich wollte es gerade sagen, bei mir funktioniert gerade auch gar nichts mehr. Ach, das ist blöd gemacht hier. Ich hoffe, die korrigieren das möglichst bald. Ja, und ich blute immer weiter. Mein Bild wird auch schon wieder grau. Wo bist du? Immer noch im Krankenhaus? Toll, ich kann auch wieder die Axt in die Hände nehmen. Ich bin gerade auf der Straße hier. Ja, ich war in der letzten Zeit nicht in deiner Nähe. Wer war denn bei dir? Janik ist hier gerade bei mir. Helfen? Ja, Janik ist ja dabei. Aber es funktioniert halt gerade nicht. Wenn ich denn könnte, weil das... Ja, ich blute und ich kann mich nicht verbinden, weil der Server wieder abspackt. Jetzt. Ach, halt die Fresse. Warte. Ich glaube, ich kann dich jetzt verbinden. Soll ich aufhören, nach Stöcken zu suchen? Nein, das war nicht ernst gemeint. Das war... Kann ich ernst gemeint? Ach, Weißt du, you're already using something? Ich bin nichts am Usen. Oh nee, das Problem hatte ich auch mal. Ja, my clothes are damp. Ich glaube, das ist der Supermarkt. Ey, Janik? Nee, doch nicht. Nimm die Axt und hau mir auf den Kopf. Nein. Doch, ich verblute gerade. Bei mir ist schon wieder alles... Oh Gott, an dem Punkt ist er schon angekommen. Bei mir ist besser du verblutest, als ich töte dich. Warte mal. Bei mir ist alles... Du kannst mich auch gerne erschießen. You're already using something, das... Ja, bei mir geht auch. Kann doch nicht sein. Ich bin gerade in der Nähe. Warte, der Item muss... Ich versuch's selber. Vielleicht geht's mit meinen Rex. Ah, ich bin bewusstlos. Kannst du mich bitte umbringen? Oder ich... Warte. Das läuft schon noch. Ich muss nur gucken. Janik, mach's Schlagen einfach. Kann ich noch. Nee, dann warte, dann starte Nein, ich. Nein, wir müssen hier Teamgeist verkörpern. Das ist die Verbrennung von Janik. Janik, loot mich mal, räum alles raus und dann starte ich neu. I'm dead, you are dead steht bei mir gerade. Okay, Mist. Fick dich. Tovarana, ich kann dich aber auch nicht looten gerade. Doch jetzt, okay. Ja, nimm alles raus und wenn du sagst, dass du alles hast, dann mach ich einen Neustart. Ja, ich habe leider nicht genügend Platz für alles. Soll ich kommen? Ich nehme die Lebensmittel. Ich komme. Ach da, ich sehe euch. Und sowas, was wir doppelt haben, das. Ey, Vianten, du kannst auch dann meine SKS haben, wenn du willst. Gibt's irgendwas, was du unbedingt dabei haben willst? Ach so, ich dachte, du wolltest die SKS haben eben, weil du die gesucht hast. Robin, gibt's irgendwas, was du unbedingt dabei haben willst? Nee, bis ich wieder bei euch bin, das dauert doch 100 Jahre. Scheiß drauf.
Ach, da seid ihr. Hallöchen. Was hat er denn hier? Ein Can-Opener, den sollten wir mitnehmen, der ist praktisch. Ja, nimmt auf jeden Fall alles Essbares mit. The fuck? So? SKS mit Bajonett, holla. Ja, ja, ist echt geil, ne? Na gut, ich bin jetzt voll. Ja, okay. Sagt, wenn ihr habt, dann gehe ich raus. Oh, ey, das ist dein, warte. Das ist die der Chest Toaster ist cool, aber dafür müsste ich dann meine Weste abgeben. Ich muss mal schnell meine Lufttrompete auspacken, warte. Alter, Mutter, mach hin. Ey, wir hatten Zombie hinter dir, Zombie hinter dir. Ah! Wir hatten, du hast doch eine Pistole, oder? Ja. Hast du einen Chestholder? Ich hab den nicht aufgenommen. Wer haut denn jetzt weiter noch auf Robin ein? Lass das. Dann treff den irgendwie nicht. Ja, aber wieso hast du denn immer diese Aggression? Ich bin schon tot, ne? Ich will mich doch klar. Chef, ich steh direkt vor dir. Auch unter. Wenn du mich nicht triffst und ich bin tot. Hilfe! Was ist los? Hey, könnt ihr bitte an meiner Leiche nicht euch streiten? Das ist sehr pitelos, ja? Und das hat nichts mit Petit zu tun. Ich gehe jetzt raus. Pitelos, die ballert dir gleich die Rübe weg und du nennst uns pitetlos? Spawning in 30 Sekunden. Okay, der ist eh weg. So, übrigens, wir haben, jetzt kann ich da bei der ersten Folge kann ich noch sagen, wir haben 27 Minuten rum. Ja, lass mal die Folge aufhören. Ey Leute, ohne Spaß, ich will immer noch die Stimme finden. Ja, das hat ja jetzt gar keinen Sinn mehr. Dann würde ich doch sagen, wir gehen in den Endscreen. Jetzt in die Endcard, oder? Ja. Eine sehr deprimierende Folge für Robin. Scheiße. Robin, ich könnte glatt wieder die Trompete auspacken, aber ich lass mal lieber. Also ich spiele gerade auf der kleinsten Violine der Welt hier eine Weise. Es ist echt, tut mir leid, Leute, dass das so kacke bei mir gelaufen ist heute. Robin, ich darf dir gratulieren, du bist der neue Dustin. Okay. Ja, also aber jetzt nicht noch zu lange rum. Nee, ich mach mich jetzt, genau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, tschüss. Bye, tschüss.